Informationen, keine Ausreden. Vielleicht wissen die Bauern etwas. Vielleicht. Fürst Sakai, ich sorge mich um Sie. Junshin, um was ging es denn? Fürstin Masako sucht jemanden. Sie ist erbost, weil ich nichts wusste. Wie ihr mit Kashiwara dem Fischer geholfen habt? Habt ihr ihn je gefunden? Ja, nachdem er Frau und Tochter getötet hatte. Wie konnte ich nur so dumm sein? Meine Freundin mag hart sein, aber sie sagt die Wahrheit. Dieses Mal weiß ich wirklich nicht, wen sie sucht. Ihr habt nichts zu befürchten. Ich rede mit ihr. Danke, Fürst Sakai. Auch, dass ihr die Mongolen vom Hof verjagt habt. Jetzt können wir neu aufbauen. Gut, dass diese Leute euch haben. Viel Glück. Links in Richtung Brücke, begleitet von Bewaffneten. Danke. Das war's schon. Wussten die Bauern, nach wem ihr sucht? Nach jemandem auf der Liste. Eine Diebin. Ich helfe euch suchen. Das muss ich selbst erledigen. Die Bauern erwähnten bewaffnete Männer, die mitgingen. Söldner etwa? Professioneller Mörder. Das könnte es möglicherweise erschweren. Ich kann eure Hilfe gebrauchen, aber mehr noch euer Schweigen. Verlasst euch drauf. Laut den Bauern sind sie in Richtung Brücke außerhalb des Hofs gezogen. Hier entlang. Wer ist diese Diebin? Sie hat das Adachi-Anwesen nach dem Angriff geplündert. Wertvolle Erbstücke gestohlen. Persönliche Dinge. Das Schlimme ist, dass Mai einst unsere Dienerin war. Vor 3 Jahren ertappte mein Ehemann sie beim Stehlen. Er wollte sie auspeitschen. Ich setzte mich für sie ein. Aber sie musste gehen. Klingt, als würdet ihr sie vermissen. Sie war eine gute Freundin. Ihr Verrat schmerzt mehr als die anderen. Ich werde alles verkaufen. Ich warte nur auf den richtigen Moment. Zu spät. Er wird diese Erbstücke selbst verkaufen. Bringt uns jetzt zu ihnen. Ich bezahle euch und behalte sie. Ihr habt kein Geld. Ich habe diesen Kamm aus Gold mit Perlen. Das war ein Geschenk. Er könnte etwas wert sein. Nein, er würde uns töten. Genug jetzt. Bringt uns zu den Erbstücken. Wir brauchen die Söldner nicht unbedingt lebendig. Nur sie. Je mehr wir von ihnen ausschalten, desto einfacher erreichen wir unser Ziel. Lasst euch nur nicht sehen, sonst tun sie ihr etwas. Vorsicht, ihr seid ungeschützt. Geht in Deckung. Uns noch. Ich glaube, da vorne ist etwas. Greifen wir an! Thank you.
Ihr verratet uns noch. Da, er ist abgelenkt. Ich erledige ihn. Es war einmal ein Mädchen, das in einem Teehaus arbeitete. Ihr Leben war hart und eintönig. Eines Tages kam ein Mensch von weit her zum Teehaus. Und sie verliebten sich sofort ineinander. Verwandelt. Zurück, Sakai. Meine Frau kennt diese Art von Magie. Wie wir alle. Das Mädchen flog als Dämon zur Abtei des Mönches. Er sah sie kommen und versteckte sich unter einer Glocke. Doch sie war schlau und legte Feuer um die Glocke herum, die sodann schmolz und den Mönch darin tötete. Ich muss mit Mai sprechen. Sagt, wenn ihr mich braucht. Ihr stahlt die Erbstücke meiner Familie für diese Mörder. Wie konntet ihr mich verraten? Hab ich nicht. Ihr habt mich verstoßen. Ich habe euch gerettet. Mein Mann wollte euch auspeitschen. Er wusste es. Ihr hättet mit mir kommen sollen. Ich war die Fürstin des Adachi-Clans. Und ihr eine Diebin. Doch, ich liebe euch. Dann sagt mir, wem ihr dient. Er tötete meine Familie. Ich bin die Nächste. Das lasse ich nicht zu. Ich bringe euch zu euren Erbstücken. Wir wissen, dass ihr für einen Samurai arbeitet. Ich kenne weder seinen Namen noch sein Gesicht. Wir tauschen uns nur über Nachrichten aus. Er wusste von uns, meine Herrin. Wie? Ich weiß es nicht. Er sagte, er wisse, wie es ist, euch zu lieben. Dass er meinen Schmerz verstehen könne. Masako. Mai war meine einzige
bisher die einzige... Er war besorgt wegen der Erbstücke, dass sie kaputt gehen könnten. Er will sie verkaufen. Sie haben nur sentimentalen Wert. Er wird kaum Geld dafür bekommen. Dann will er sie vielleicht gar nicht verkaufen. Vielleicht haben sie auch für ihn Bedeutung. Er war besitzergreifend in seinen Briefen, als wären sie seine. Die Erbstücke gehörten ganz allein meiner Familie. Ich bin als Einzige noch übrig. Eure Erbstücke liegen im Gebüsch. Jin, sammelt ihr sie ein? Ich muss mich verabschieden. Ihr wolltet diesen Söldner euren Kamm vertrauen, um eure Erbstücke zu schützen. Als ich erfuhr, dass ihr noch lebt, wollte ich sie zurückgeben. Ich wusste nur nicht, wie. Ich verspreche, meine Herren. Danke. Wo ist Mai? Heimgegangen. Jin, nur damit ihr es wisst, ich... Ihr schuldet mir keine Erklärung. Ich liebte meinen Mann. Aber Mai liebte ich auch. Das tut ihr noch? Das werde ich immer tun. Der Mann, den wir jagen, hat Gefühle für euch. Außer meinem Mann und Mai hatte ich keine Liebschaften, keine Verehrer. Vielleicht hat er gelogen, um so neue Rekruten zu bekommen. Ich weiß nicht, wer so etwas tun würde. Wir suchen weiter. Es ist nur eine Frage der Zeit. Meine Arbeit in Toyotama ist noch nicht beendet. Sucht mich bald wieder auf.